Orega, Orani, On Demand, Giant, da! Wie ihr gerade schon dem Videotitel und dem Video an sich gerade entnehmen könnt, behandeln wir uns heute bei Let's Play First Time mit dem Fall Bunker 16. Wir können schon mal spekulieren, Bunker 16, ihr seht ja auch gerade das Game, also das Game sage ich schon, hier den Banner, aber von Game Jolt. Ob das was mit der Sixtinischen Kapelle zu tun hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat es was mit der Sixtinischen Kapelle zu tun, aber ich denke mal eher nicht. Da das Game auch nicht mit A geschrieben wird, sondern mit U, gehe ich auch mal nicht davon aus, dass es was mit einem Bunker zu tun hat, im deutschen Sinne, sondern im englischen Sinne. So, das Game wurde übrigens auf Game Jolt geedet am 4.4.2014. Gar nicht schlecht, gutes Timing, von Freeman08. Und die Beschreibung zu dem Game auf Game Jolt ist relativ kurz, und zwar: You are trapped in an old bunker and have to find a way out. This is a fairly short, eerie exploration game, best played with headphones on. Relativ kurze Beschreibung, deswegen habe ich mir ja schon gedacht, das ist ja meistens bei den Horror-Games, die so eine kurze Beschreibung haben, dass das Game nicht ganz so gut ist, aber ein Faktor davon sagt mir, dass dieses Game ziemlich gut ist, und deswegen freue ich mich auch schon auf das Game, denn das Game hat ein Rating von 4,7. Aus 53 Ratings. 4,7. Das ist so ein bisschen I am scared Niveau, was das Rating angeht. Also habe ich schon mal sehr gut, sehr hohe Erwartungen an das Game. Und das Game hat 106 Comments übrigens mittlerweile schon. Und ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut, und eben durch die Bank weg habe ich nur eigentlich nur Positives gelesen. Zum Beispiel der erste hier von Jacob3164. Der hat ein etwas längeres kleines Review geschrieben dazu, aber wir haben zum Beispiel hier Kommentare wie: This is the scariest game after Outlast I have ever played. OMG, I love this game. The creepy feeling you get as you wander through these halls is legit terrifying. Was haben wir hier noch? So, I just finished playing this on my channel and I have to say, I really love the atmosphere and level design. Also, wie gesagt, durch die Bank weg eigentlich habe ich bisher nur Positives gelesen. Ein kleiner Minusfaktor, aber der ist, den kann man eigentlich verschmerzen, so wie ich das gelesen habe. Aber generell sagen hier alle, das Game ist super von der Atmosphäre und von den Scares her. Deswegen, wie gesagt, sind meine Ansprüche schon mal sehr hoch. Und ich bin gespannt, ob dieses Game diese auch erfüllen kann. Bunker 16. Dann starten wir das Ganze doch direkt mal. Wurde mit Unity natürlich gemacht, wie so oft. Und dann würde ich sagen, I report with my hands. Auf dass wir hier ein verdammtes Game gleich bekommen. Okay. 308 Games proudly presents Bunker 16. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Also ein Intro haben nicht viele Indie-Horror-Games. So, was kann man hier einstellen? FOV. Oh, okay. Audio natürlich voll Anschlag. Okay, Moment, ich mache mal das Game ein bisschen lauter. Okay, das so, da, so dass ich mich selber noch höre, sonst wird das ein bisschen von Nachteil. Dann wollen wir mal. Your name is Peter Reed. You fled a thunderstorm and took shelter in an abandoned bunker. As soon as you were inside, the door closed behind you. Da war ein Komma, müsste eigentlich hin. You have your headlamp with you, some food and some water. Your goal, find a way out of the bunker. Hint, batteries don't last forever. Das ist schlecht. Press WASD to move your character. Use your mouse to look around. Press F to enable your headlamp and to cycle through the different modes. Mit F. Press E to use items. Hint, make sure to read all the notes. To open doors, you have to first open the handle and then open the door itself. Okay, solange es keine Chasing-Sequenzen gibt, ist es in Ordnung. Ein bisschen was von SCP-07B, der Anfang hier, oder? Eine Tür schließt sich hinter euch. Das ist auf jeden Fall SCP-07B, ja. So. Okay, das sieht doch, oh, das sieht doch schon mal gut aus. Gott mit uns? Ist das von einem Deutschen gemacht worden? Okay. Schauen wir mal, was wir hier alles haben, ne? Sehr gute Soundkulisse schon mal, muss ich sagen. Respekt. Okay, das ist wohl nichts hier. Moment, achso, wir haben hier verschiedene mit, also Modes. Das war das, was er meinte. Einmal so und einmal so.
und dann eben komplett aus, nur... Also da die nicht für immer... Ja, es war klar, dass es nichts bringt. Da die ja nicht unendlich lange hält, die Batterie, ist es ein bisschen blöd, wenn man überhaupt nichts sieht, wenn man das ausmacht. Ah, okay. Sehr gut. Zum ersten Mal, dass in einem Horrorgame, glaube ich, hier wirklich das Licht klappt. Dann kommt ja nicht alles an. Aber das sieht gut aus. Also ich habe gerade hier die schlechteste Auflösung genommen, damit das eben flüssig läuft hier mit der Aufnahme, aber... Respekt, ey, das sieht richtig gut aus. Ending of November 1st, Diary of George Walker. I fled a storm and took shelter in this abandoned bunker. As soon as I was inside, the door closed behind me. Now I can't open it. The door must have locked automatically when it closed. There is a keyhole in the door, but of course no key. Natürlich, sonst wäre es ja auch kein Horror-Game, wa? Ja, das Soundkulisse, ganz ehrlich, muss man den Kollegen schon lassen. Das geht auch nicht auf. Dann müssen wir wohl irgendwo so einen Stromkasten finden, mit dem wir hier die Türen aufmachen können. Das sah ja aus, als wäre das so eine Art Hebel. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ah! Ist es... Nee, das ist First Aid, was ich nicht aufnehmen kann. Das ist auch nicht schlecht. Gut. Was haben wir denn hier? Okay, nichts von Interesse zumindest. Na, reicht? Okay, bringt natürlich nichts. Wie zu erwarten. Ah, das ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Also gerade hier die Atmo und die Soundfiles, die sind schon nicht schlecht. Die sind so richtig gut. So, was haben wir hier? Damn, I am supposed to attend to conf call at 10 p.m. I need to find a way out of here. Let's hope there is an emergency exit or a window that is large enough. A huge thank you to whoever invented the flashlight and batteries. Let's hope this place is not too big. Ja, das sehe ich auch so. Also hier ist auch nichts anscheinend. Ah, ich bin der Meister in Sachen nichts finden. Da macht mir ja so schnell keiner was vor. Aber das scheint schon echt ziemlich groß zu sein, muss ich sagen, ja. Das geht auch nicht, oder? Ach so! Okay, alles klar. Das war hier dieser Schalter, den ich da gesehen habe, okay. I don't know, note. Gehen wir her. There is no emergency exit and there are no windows. That would have been far too easy, wouldn't it? Allerdings. I have to start searching for the key to unlock the main door. Okay, das ist dann doch schon mal gut zu wissen. Das heißt, auf der Suche nach einem Key. In einem wohl relativ großen Bunker, nehme ich mal stark an. Und solange wir hier Lichter anmachen können, bin ich dem Game auf jeden Fall auch verbunden. Einige scheinen ja zu klappen. Die Frage ist, chased uns hier irgendwas? Früher oder später? Ich hoffe zwar nicht, aber ich glaube, das ist Wunschdenken. I have now searched for an hour or two, but I haven't been able to find the key yet. I have... If I had a wrench, I could maybe remove the screws on the main door. Of course, I do not have a wrench with me. Who takes a wrench on a hike, right? Ja, sehe ich auch so. Kann ich sie mitnehmen? Nee, gut. Hätten wir das auch geklärt. Es wird ja immer besser hier. Sind wir jetzt hier einmal im Kreis gelaufen? Das ist wieder der Anfang hier? Das geht auch nicht. Achso, ja, genau, das war der Anfang hier, genau. Aber jetzt weiß ich auch, wenn man die Türen hier öffnet. Das ist doch schon mal von Vorteil. Haben wir hier was? Nope. You are not tired yet. Soll das mir irgendwas signalisieren? Wahrscheinlich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Flashlight irgendwie bald ausgeht, aber... Ich muss halt auch was sehen, ne? Das ist halt so gerade das Problem. Ah, ich glaube, so langsam... Na. So langsam waren wir, glaube ich, überall, oder? Note. I have no watch, but I assume that it is now almost midnight. I have missed the conf call, damn. I am dead tired. I saw a couple of beds in one of the rooms. I'll take a nap there and continue searching for the key once I wake up. Soll ich das jetzt machen, oder was? Also das... Ich weiß ja gerade, wo die Betten waren. Vielleicht müssen wir da hin? Kann das sein? Dass wir quasi so jetzt hier die Sachen... Unsere Objectives bekommen? Das wäre nicht schlecht.
Schauen wir mal. Ob das hier in dem Fall auch der Fakt ist. War das hier? Ja. Ah, okay. Alles klar. Das ist schon mal sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also man muss die verschiedenen Notes finden und so... so geht man dann quasi in der Story voran. Ist das... Achso. Ich dachte... Ich glaube, er schnarcht. Das soll es, glaube ich, sein. Ich glaube, der Typ ist ein Holzfäller im Real Life, so wie der Kollege schnarcht hier. Aber wie kann man bei sowas... Bei sowas schlafen, bei so einem Maschinenlärm. Ich seh schon, komm mit. War das eine Tür? Mhm. Da ist wohl jemand ins Haus gekommen, als wir geschlafen haben, wa? Ich hoffe, die Flashlight ist wieder hier. Das ist also, dass die Batterien wieder jetzt refreshed wurden. When I awoke, I heard a noise coming from outside my room. I hoped that maybe someone had opened the main door and entered the bunker. As soon as I went outside my room, the noises were gone. The main door is still closed and there is no one around. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht, oder? Wo, wer, was? Wieso, weshalb, warum? Bam, bam. Wer hier ein Neues macht, ist dumm. Okay, nee. Da kommt immer ein neuer Soundlayer mit hinzu, ne? I have just realized that some of the crates are not in the same place as they were yesterday. It looks like someone has searched through them. Did someone enter the bunker while I was sleeping? Could they be still in here? If so, why are they so quiet? Are they hiding from me? I arm myself with a steel pipe and tell them to show themselves. Okay, dann brauchen wir erstmal ein Stahlrohr hier, wa? Die Dinger sind auch wieder zu. Ich frage mich, ob man dieses First Aid wirklich noch braucht. Nochmal hier Double Check, vielleicht klappt ja irgendwann das mit den Lichtern. Ich habe auch keine Steel Pipe hier gesehen. Of course I didn't get an answer. Therefore, I went ahead and searched through the bunker again. There are not that many places where a person could be hiding in here, but I couldn't find anyone. Is it possible that they were leaving the bunker just when I woke up? Wie denn, wenn man hier nicht rauskommt? Handle is jammed. War das vorher schon? Hm. Witzig und... Okay. Okay. Hier ist niemand, oder? Ja, das ist super. Gut. Hab schon Gänsehaut, muss ich sagen, gerade davon. Das ist... Since I couldn't find anyone, I have decided to wait near the entrance for them to return. Armed with my steel pipe, I am now sitting in the concrete floor... On the concrete floor... To save on battery power, I have put the last remaining fuse into the slot for the entrance and switched the light on. Welche Fuse? Und welche Steel Pipe? Ich habe keine Steel Pipe und ich habe keine Fuse. Ah, mal gucken, vielleicht finden wir auf dem Weg hier was. What? What? Was sollte das gerade? Und warum ist die Musik auf einmal hier so dicht geworden? I waited for like 3 hours near the entrance and nothing has happened. All I could hear was the sound of rain. While I was waiting, I started to wonder what they were doing in here. Were they looking for something? Is there something of value in here? I'll now get up and search through the bunker again. Maybe I missed something. Das mache ich schon die ganze Zeit, falls du es noch nicht gemerkt hast. Aber ich glaube, das ist einfach nur Story. What? Nebenher erzählt wird, wollte ich sagen. Okay, das Licht ist an, glaube ich, da hinten. Und ich hoffe, das war in dem Raum, in dem wir in der Nacht davor waren. Ja, ich glaube ja. Langsam kriege ich Bammel, muss ich sagen.
Nothing. There is nothing of value in here. Just empty crates and barrels. There is no key either. I guess there is nothing to do but wait until they return. I hope they are not criminals. What if they were hiding something in here and now that they have picked it up, they won't come back? Ja, aber was könnte hier sein? Ich glaube, wir sind soeben zum Heiligen Gral vorgestoßen. Das ist so eine schlechte Idee! Oder? Auch nicht. Hä? What? What the shit? Oh. Wo soll ich das machen? Hallway, hier, oder? 6. Okay. What the... Kein Kommentar. Was ist hier los auf einmal hier? Mach auf. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht vorher, oder? Hier vielleicht? Ah. I am sitting on the floor near the entrance again. I inspected the main door, but there is no way I'll ever be able to open it by myself without the key. In my head, I'm going through the options that I have. Unfortunately, there are not that many. In fact, there is only two. Either someone opens the door from the outside, or I will die of thirst in here. Ja gut, wir haben ja dieses komische Ding da vorhin gehabt. In dem einen Raum. Es ist gerade echt schlimm, dass man einfach nur Sound hört und aber nichts sieht. Hier drin? Nee, umso besser. I have spent half an hour... Na... Moment, geht gleich weiter. Sorry. I have spent half an hour pounding on the front door with my steel pipe. Maybe someone heard me. I have managed to stay calm so far. I hope I'll be able to keep this up. I have only very little water and food left and none of the water taps are working. Did I just hear someone whisper my name? What? Nee. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Kann ich wieder schlafen? Ist vielleicht doch gar nicht mal so eine... Das ist auch wieder anders, ne? Das heißt, wer auch immer hier war, der war auf jeden Fall auch hier drinne, weil vorher waren die beiden ja hier in die Richtung hier geöffnet. Ja, das geht noch nicht, das war klar. Jedes Mal, wenn sich hier der Sound gerade ändert, ohne Scheiß, ich glaube, jedes Mal läuft mich ein kalter Schauer über den Rücken, weil ich... Bisher hat uns noch nichts gechased und das ist irgendwie so die Musik und man erwartet irgendwie schon, dass was kommt. Okay, hier waren wir schon. Dann ist hier die Frage, was ich hier als nächstes machen muss. Nee. Stimmt, hier waren wir auch schon. Oh. Soll ich hier hin? Ne, hier haben wir auch schon reingeschaut. Ein Moment. Into the entrance, ja. Ich hoffe, das sind nur Soundfiles. Aber ja, für den. Wir haben die Fuse ja ausgetauscht für die Entrance, so wie es gerade in der Note stand. Und das Licht haben wir ja auch angemacht. Moment. Hier ist nichts.
Ich warte mal, bis ich die Note finde, auf der dann wieder steht, dass ich hier wieder schlafen kann. Ich glaube. Obwohl, ob man hier bei sowas schlafen kann, ich weiß ja nicht. Ah, hier haben wir's. If you stare into the shadows for too long, your mind will start playing tricks on you. War das gerade ein Flüstern in meinem rechten Ohr? This is exactly what happens to me right now. I see movement in the shadows. Zum Glück sehen wir die nicht. I need to get some sleep. I will leave the dorm door open just in case they come back. Super Idee. Not. Even if it's thieves, it can be worse than dying in here. Can't be worse. Kommt ungefähr aufs selbe. Hä? Okay. Das hat sich geändert, oder? Wahrscheinlich sind alle Türen wieder zu, sobald wir jetzt hier schlafen gehen. Also sobald wir da aufwachen, besser gesagt. So, jetzt müssen wir hier nur wieder... Das hier meine ich übrigens. Ist das nicht Wasser oder was soll das sein? Oder ist das einfach nur Luft? Keine Ahnung. Ich denke mal selbst wenn es irgendwie verdunstete Luft wäre oder verdunstetes Wasser wäre, ist es ja immer noch Wasser, ich meine, ne? Insofern ist es vielleicht doch kein Problem hier. Also zu verdursten wird er wahrscheinlich nicht, denke ich mal. So, okay, dann lassen wir mal die Tür offen. Ist zwar keine gute Idee, aber... Gut. Also ich halte es für keine gute Idee. Wobei die ja, wie gesagt, anscheinend schon drinnen waren, weil, ne? Die Spinte waren ja auch verrückt. Und nicht verrückt im Sinne von sondern im Sinne von Kann ich mal aufhören zu schnarchen? Weg sind sie. Oder er. Es. Sie. Ich hab so das Gefühl, das wird so ein bisschen wie Saw, dass die hier unten irgendwelche Leute abschlachten oder so. Ich sehe schon kommen. Das ist... Kann nicht gut sein. I didn't sleep well. I was awakened by the sound of something heavy being moved. It sounded as if a shelf or a heavy rock was pulled over concrete. I ran out of the dorm room, but as soon as I was outside, the noise was gone again. Wie wir gehört haben gerade. Schauen wir nochmal durch. Irgendwann steht hier vor was. Okay, zwei Notes. Why is there a wall here? There was no wall here yesterday. This is not possible, but this is a solid concrete wall. There used to be a hallway followed by a storage area here. Now both are gone. Where am I? What is going on here? Stimmt, das war vorhin. Können diese Soundfiles aufhören? Dankeschön. What is going on here? The layout of the whole bunker has changed overnight. The kitchen used to be downstairs and now it is on the left of the entrance. All the loopholes are gone and the restroom is now directly behind the kitchen. Am I losing my mind? This can't be. It just isn't possible. Nee, ich hab's auch gesehen. Du bist nicht alleine mit dem Gedanken. Doch finde ich's komisch, dass er die ganzen Geräusche hier nicht erwähnt. Hi, Ed! Tine Wittler mit Inneneinrichtung. Ich will nicht tanzen. Ich will noch nicht gehen. Ich geh erstmal hier lang, hier hinten das Licht. Son of a biscuit eater, wollte ich gerade schon sagen. For a moment I thought this was perhaps just a dream. I slapped myself in the face a couple of times, but that didn't help. I'm still here. This is really happening. What is this place? I hear something walking around. I have to hide. Ja, okay, gut. Machen wir. Ist eine sehr gute Idee. Wo? Wäre meine Frage jetzt. Zumindest klappen hier die Lichtschalter einiger. Tschüss. Kann ich mich crouchen? Ich kann nicht, mich nicht ducken, das ist ein bisschen. Oh,
gleiche Nacht wohl kloppt, wenn ich hier in dem Raum bleibe wegen diesem flickernden Licht. The main door is where it used to be, but of course it is still locked. It feels as if the hallways got even narrower and the ceiling is even lower. All of a sudden the air smells stale. Did the ventilation system stop working? Is it possible to suffocate in here? My heart is racing, I am sweating and my hands are shaking. This is getting too much. Am I having a heart attack? Das könnte ich mir hier gut vorstellen. Ist es wirklich dichter geworden? Auf die Decke habe ich gar nicht geachtet, aber sind die jetzt wirklich dichter beieinander als vorher? Ich weiß gar nicht. Okay, haben wir noch eine Note? I am still here. I feel a little better, although my hands are still shaking. I have to get out of here now. I have tried to loosen the screws on the front door with my bare hands. Now I am bleeding and my hands are raw. I turned around when I heard someone whisper my name behind me, but there was no one there. Ich frag mich auch, wo die Box vorher näher kam. Der einfach mal von links nach rechts hier geworfen wurde. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall wieder durch. Bin mir sicher, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Fuse, die wir irgendwo reinmachen müssen, damit wir irgendwo wieder was sehen. Was haben wir denn hier? I should have known it. Diana is a filthy spy. Sam caught her when she tried to sneak out of here early this morning. She tried to steal a map and some food rations. She will pay for this. We trusted her and she betrayed us. First, we will shave her skull. Diana und Sam. Oder Diana wurde von Sam gefasst. I am not alone in here, I never was. I hear disturbing sounds whispering in the dark. The voices are getting louder now. I sweat heavily, I should drink more, but there is no water left. I gasp for air, it feels like I'm climbing a mountain and the air becomes thinner with each step. Kommt zu uns und werd Teil des Ich sag's ja, das ist so ein bisschen Saw-Shit, glaube ich, gerade. I saw this coming. Ah, oh, dann war das Diana, die wir bisher immer anscheinend gehört haben. Ganz vergessen, hier nochmal durchzuschauen überall, aber ich glaube, das bringt auch nicht viel. Jedes Mal. Das heißt wohl, dass wir in die richtige Richtung gehen, denke ich mal. Sobald wir hier diese Song. Nee, ich glaube, das ist normale Ambience. Okay. Aha. Da haben wir doch wieder was. Hier nicht. Gut. Lass mal sehen. There is this picture with the imprint God mit uns. Neither do I believe in God, nor do I believe in ghosts, but I swear that when I approached that picture, I saw a face in it. Just for a fraction of a second, but it was there. What is this place? Who was the person in the picture? Where do these voices come from? I am tired. Ja, natürlich. Ich würde jetzt auch ohne Umschweife zum ins Bett marschieren an deiner Stelle. Mhm. Verdammt gute Idee. Moin, alles cool? Okay. Irgendwo hat sich was geöffnet, aber ich glaube, ja. Hätte ich die Tür zumachen sollen? Ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, ob man safen kann, aber ich drück mal nicht Escape. Es könnte ja sein, dass wir damit aus Versehen aus dem Game rauskommen. Oh. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht die Flashlight ausmachen. Okay. Ja, Gänsehaut am ganzen Körper gerade. What the shit? Das war wohl Diana, denke ich mal, oder? Kommt da was? Oh Gott, the Grudge all over again. Wow. Okay.
I fell asleep again. In my dreams, I saw myself sitting in a room and the walls were moving. The room was getting smaller and smaller. I woke up sweating and screaming, gasping for air. I feel weak now. I ran out of water and food. I hear someone screaming. Again. Ja, ich auch die ganze Zeit. Gut, das mal. Das ist schon wieder ein anderes Layout hier, ne? Ist ja ein bisschen wie Binding of Isaac oder Spelunky hier. Randomly generated. Warum höre ich eigentlich einen Typen noch gerade? Und den Typen habe ich ja auch gerade hier im Hallway gesehen. Ich dachte, es geht hier nur um eine Frau. Und Sam hat sie gefunden oder so. The main door is gone. It was always right here, but now it's gone. Why is this happening to me? Am I being punished for something that I have done in the past? There is no way out. I will die in this hole. Das werden wir sehen, Chef. Ich glaube, das ist jetzt wohl der finale Tag, so wie es aussieht. Hier ist zumindest Licht. Ich fühle mich jetzt zumindest schon mal ein bisschen sicherer als in den dunklen Gängen weiterhin. Handle is jammed. Das ist wahrscheinlich hier Ich dachte schon, das waren meine Gardinen, die gerade geflackert hätten, aber war es zum Glück nicht. Wie kann eigentlich hier irgendwas knarzen? Das ist doch alles Beton. Ah, nee, hier. Über! Ah, okay, vielleicht kann man mit der Tür, in der die Handle jammed ist, kommen wir vielleicht nach oben. Ob ich das allerdings sehen möchte, ist wieder eine andere Frage. Was da gerade abgeht. Okay, die Schilder hier sind auch weg. Selbst wenn wir hier einen Key finden, bringt es ja anscheinend nicht. Nichts. I stumble around aimlessly. Those ugly pictures, now there are more of them. Are they trying to tell me something? I do not understand. Ja, wahrscheinlich sagen sie, man soll hier sich ziemlich leicht, ziemlich schnell raus verirren, aber da geht ja anscheinend nicht. Ist das Slender da vorne? Das... Was ist... Okay. Ich hab ne Idee, was hier vor sich geht. Wie gesagt... Saw oder sowas wahrscheinlich. Nee, lass mal. Ja, okay. Key? Ja, aber gut, wofür? There is an ugly statue-like thing in one of the rooms. It was not here yesterday. It looks as if someone had poured liquid or concrete on a person and then let it dry. The statue is holding a key. Is it offering it to me? Is this the key to the main door? But the main door is gone. Is this a joke? When I picked up the key, the statue whispered, come to me. Join me. Ja, come to me eigentlich, ja. Okay, ist es... oder ist es für die Haupttür oder ist es für die Key mit der Handle? Okay, ich glaube, das sind die an der Wand übrigens, die gerade die Geräusche machen. Zu einem bestimmten Grad hoffe ich, dass das der Fall ist. Okay, warte mal hier. The key opened the lock... opened the lock of a chest. In this chest, I found a syringe, morphine. I'm pretty sure that this could kill me. Is this the only way out of here? Isn't this better than dying of thirst? Welche Chest? Welche Chest denn? Ich sehe hier keine Chest. Seht ihr eine Chest? Also außer dieser Chest? Schauen wir doch mal hier. Hier ist aber nichts. Keine Note. Aber wie angesprochen, so ein Saw-Shit hier. Dass irgendwelche Leute hier mit Beton dazu gepflastert werden und die dann getrocknet lassen. Und die dann trocknen lassen. Oder vielleicht noch Köpfen und dann Beton drüber, so wie wir es in dem Hallway da hinten gesehen haben. Moment, hinten war ich, glaube ich, ne? Oder können wir jetzt hier... Aha. Jetzt können wir hier rein, okay. Was war das? The floor in one of the rooms is unfinished. We will dig a hole there and then force the bitch to sit in it.
then fill it up with concrete. Okay, das den haben wir vorhin gesehen, ja. She screamed like a little girl. We had to break her legs to make her sit still. Once she swallowed liquid concrete, she became silent. Ihr habt sie nicht mehr alle. Just saying. The statue is showing me a way. No, not a way. The way. The way. I can finally leave this place. But why did it mean when? What did it mean when I said when it said join me? I guess I will find out. I am ready. Wait, what? Showing me a way. Die mit dem, die wir vorhin gesehen haben, die uns den Key gegeben hat oder was? Das ist jetzt die Box hier, die irgendjemand da uns entgegengeworfen hat vorhin. Moment, guck mal, ob ich den Raum wieder finde. Aber der hat doch nur oft gegen eine Wand gezeigt, oder? Oder hat sich hier wieder was verändert? Wundern würde es mich in dem Fall natürlich nicht, ehrlich gesagt. Ich kann damit auch nicht rennen, sehe ich gerade. Ah, diese scheiß Köpfe da. Schauen wir doch mal hier hinten, ob wir hier schon waren. Yep, oder? Anscheinend nicht. Aber gut, dass wir das auch nochmal geklärt haben. Gut, das brauchen wir glaube ich nicht mehr. Okay, ich hoffe, es ist nur Ambience. Gut, jetzt müssen wir nur wieder den Raum finden mit der Kollegin. War die irgendwo hier unten? Das war jetzt einmal im Kreis. Yo. Kann sich nur um Stunden handeln, bis ich das wieder finde. Ihr wisst ja, wie gut ich darin bin, Räume wieder zu finden, in denen ich schon mal war. Ist auf jeden Fall nicht mein Hauptberuf, sagen wir es mal so. Ey, Moment, was war das da hinten? Achso, das war ja, ich weiß schon. Das war ja so eine Note von den Kollegen, glaube ich. Ey, Moment, hier nicht. Ah, ich glaube, hier oben war es, ja. Irgendwo hier oben. Schau mal, nicht hier. Also, solange wir hier dieses hören, sind wir, glaube ich, richtig so gut wie. Ja, hier. In die Richtung, oder was? Ha. Ah, hier ist die Chest. Willkommen im Bunker. Aus der Schweiz. Okay, das war Bunker 16 von Cyril O. Danke für das Game. Großartig. Also mir wird es nicht geschickt persönlich. Wäre cool gewesen, aber danke für das Game in diesem Sinne. Das war... Just a minute. Das war Bunker 16. Wie lange ging das Game eigentlich jetzt hier? Ja, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Als hier stand... Das ist a fairly short Eerie Exploration Game. Dachte ich so an 15 Minuten, aber das waren 30 Minuten etwa. Ein bisschen mehr, eine Dreiviertelstunde eben, wie gesagt, fast. Ich sag mal so, die Games, also die Free Indie Horror Games, die in letzter Zeit rauskamen, die waren entweder, ich will nicht sagen schlecht, aber wenn ihr euch mal daran zurückerinnert. Letztes Jahr habe ich ja angefangen mit Let's Play First Times, glaube ich. Oder vorletztes Jahr schon. Und ich weiß nicht mehr, 2012 oder 2013 im Sommer... gerade als diese ganzen Slender-Dinge, ich glaube, das waren 2012, oder? Irgendwann im Sommer. 2012? 13? 12? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, als die ganzen Slender-Maps und so weiter kamen, da hat der Markt ja geboomt. Natürlich, es gab viele Slender-Klone und so weiter und viele waren auch nicht gut und einfach nur eine Kopie eben, aber es gab eben viele Games, die waren relativ gut und es gab unglaublich viele. Und in letzter Zeit
ist es ja ein bisschen weniger geworden, was Free-Indie-Horror-Games angeht. Und die meisten, die jetzt noch rauskommen, die sind auch nicht wirklich gut. Aber das hier ist mal wirklich, also ganz ehrlich, das Game ist for free. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Atmosphäre ist verdammt gut in dem Game. Voice Acting war zwar nicht viel dabei, aber es war schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Generell würde ich dafür eigentlich Geld verlangen, wenn ich eher wäre, weil ich finde es wirklich gut, muss ich sagen. Die Atmo ist perfekt. Es gibt ja zwei Arten von Atmosphäre, ja. Es gibt einmal die, ich sag mal, die SCP-07B Atmosphäre, bei der es quasi so ist, dass man zu Anfang, wenn man das zum ersten Mal spielt eben auch, nicht wirklich Angst hat vor dem Game. Es ist zwar okay, creepy und ne, es ist klaustrophobisch und dunkel, aber sobald der erste Scare kommt, dieses unglaubliche Knallen einfach, dann hat man schon ziemlich Schiss und dann kickt eben auch die Atmosphäre rein, weil man hat wirklich Angst dann vorzugehen und man tastet sich so ein bisschen vor und will eben nicht erschreckt werden von dem Game. Das ist so die erste Variante, wie man eben Atmo aufbauen kann, aber das Game hat es so ein bisschen anders gemacht. Das hat eben so traditionell, sag ich mal, die Atmosphäre aufgebaut mit sehr guten Soundfallen, sehr guten Soundeffekten, viele verschiedene Soundfiles auch im Hintergrund. Und ich finde es auch cool, wie die Geschichte erzählt wurde. Also, dass man eben hier die ganzen Notes finden muss. Es ist nicht das Slender-Prinzip, dass man Notes finden muss und dann irgendwie verschwinden muss, sondern man findet die Notes und die erklären quasi so die Story. Das finde ich eine sehr gute Sache. Ich fand's super. Also auf jeden Fall, wie viel waren es? Ein Rating von 4,7 von 5 in 53 Ratings, also auf GameJolt. Auf jeden Fall verdient, wenn ihr mich fragt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Game fandet. Und ich denke mal, das gibt auf jeden Fall positive Resonanz für das Game. Und auf jeden Fall Respekt an die Schweiz übrigens an dieser Stelle. Normalerweise sind es ja hier die Kollegen aus Russland, die die komplett kranken Games machen, wie eben SCP-07B. Aber das hier ist sehr gut. Ich glaube, das erste Free-Indie Horror-Game aus der Schweiz, das ich zumindest hier jemals auf meinem Channel gespielt habe. Und wenn es so weitergeht, wenn die Kollegen aus der Schweiz weiterhin solche Games rausbringen, dann freue ich mich auf jeden Fall darauf. Also auf weitere Games aus der Schweiz. Aber das war Bunker 16. Bisschen schade, dass es nichts mit der Sixtinischen Kapelle zu tun hat, aber okay, man kann nicht alles haben. Ich hoffe zumindest, dass das Video euch vielleicht genauso gut gefallen hat wie das Game. Weiß ich nicht, ob das möglich ist, aber vielleicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play First Time, wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.